Hallihallo, liebe Freunde und Zuschauer natürlich, und willkommen zurück zu Let's Play Heroes of the Storm. Und ja, wir sind jetzt bereit, wie die Ute eben schon gesagt hat, sind wir bereit für das erweiterte Training. Ich könnte das jetzt auch überspringen, aber ich will ja für die Leute, die keine Beta haben, will ich natürlich Schritt für Schritt alles gemeinsam spielen und sehen und erkunden. Und ja, mein Mikro ist wieder normal eingestellt. In der letzten Folge war das auf Pegel 100. Und wer ein bisschen Ahnung hat von Mikrofoneinstellungen und Let's Plays und so weiter oder streamt, der weiß, was Pegel 100 bedeutet bei einem Großmembranmikro oder Kondensatormikrofon, wie auch immer. Da ist das extrem laut. Also, da fange ich an zu atmen, das übersteuert schon. So. Was geht ab? Wo bin ich? Was mache ich? Habe ich immer noch der Rain? Ah ja, ich habe immer noch der Rainer. Der Rainer. Die persönliche Anpassung und Verbesserung seiner Fähigkeiten. Ah, jetzt lernen wir, wie wir... Öffnet die Talentübersicht. Die Standardtaste dafür ist N. N. N wie Talent, natürlich. Logisch. Ihr könnt zwischen diesen Talenten wählen. Okay. Fahrt mit der Maus über ein Talent. Ich fahre, ich fahre. Sei mal ruhig, weil ich muss fahren. Also, erhöht die Heilung von Adrenalinrausch. Das könnte ich jetzt verbessern. Um 50% oder Schützenkönig. Bro 6 in der Nähe des hellen Getöse. Gegnerische Diener oder Söldner. Wird der Schaden automatischer Angriff um 1 erhöht. Ein getöteter Gegner erhält 10. Ah, 2. Das ist gut. Pro. Ja, gut, aber dafür muss ich auch die Leute dann töten, ne? Also die Gegner. Sonst habe ich ja keinen Bonus. Was ist besser? Heilung oder Schadensbonus? Heilung oder Schadensbonus? Ich nehme einfach mal Schadensbonus. So gefällt mir. Eine gute Wahl. Echt? Okay. Gut. In gewissen Stufenabständen könnt ihr neue Talente wählen, euren Helden verbessern und seine Kampfweise anpassen. Ja, ja. Ute, hast du gewusst, dass mein Faustding schon wieder ausgeschaltet ist? Ich habe schon wieder Schlieren auf dem Bild. Ich werde das jetzt nicht ändern, sonst fliege ich wieder aus dem Spiel raus. So, was? L, um die Kamera zu fixieren. Ah, okay. Toll, was soll das bringen? Die Schlacht beginnt in... Was? 10 Sekunden. Die Schlacht beginnt schon wieder? Hilfe! Oh mein Gott. 5. 4, 3, ich finde das Design, die Grafik 1. und diesen ganzen Artstil von Heroes of the Storm richtig geil, muss ich sagen. Aber gut, ich habe auch gerne Warcraft 3 gespielt, Frozen Throne und Warcraft 2. Von da, achso, ja, absitzen, stimmt. Ute, ey, guck mal, die Valla. Nice, das ist die von Diablo. Hört sich gut an. Hab schon gedacht, von Diablo. Achso, ja, okay. Nee. Ist schon okay. Aua, das war ein Fehler. Könnt ihr euch schneller bewegen. Ja, ja. Bam, Junge. Taste dafür ist Y. Y, das hast du mir schon mal gesagt. So, automatischer Angriff. Achso, wir müssen ja Diener töten. Und dann erst die Helden. Ey, lauf doch mal weg. Ach, ich verwechsel die ganze Zeit die Tasten. Weil ich die ganze Zeit denke, ich spiele Diablo. So, ich habe mal wieder das erste Blut vergossen. So muss das sein. So, jetzt müsste ich eigentlich den Schadensbonus haben. Komm her, komm her. Wo willst du hin? Hallo? Bleibst du mal stehen? Oh, guck mal, der ist schlau. Der hat mich zu den Türen gelockt. Dieser Dreckspot. Wie benutze ich denn das? Ist das passiv? Diese? Automatisch. Ah, wenn ich unter 30% Gesundheit habe. Okay. Man soll ja die Spezialfähigkeiten nicht gegen Diener benutzen. Das ist immer sowas, wo meine Freunde oder Kollegen, mit denen ich gespielt habe, sich aufgeregt haben. Weil ich die Sachen immer verschwende. Und wenn dann ein Held kommt, habe ich halt gerade Abklingzeit. So, Diener, geht mal nach vorne. So, Mut! Und Superschuss. Mut und Superschuss. Oh, Arthas kriegt erstmal auf die Nase, weil er kann gar nichts. Wo sind denn die Diener schon wieder? Soll ich veräppeln? Aua. Mut. Mut. Aua. Mut. Oh, oh. Jetzt brauche ich aber viel Mut. Bam. Ah, ich kann Talent auswählen. Ich komme gleich wieder. Macht mal weiter so lange. Oh, neues Talent. Nice. Erhöht die Reichweite automatischer Angriff. Oh, das ist natürlich nice. Gerade wegen Türme. Ey, das sind sogar dieselben Icons zum Teil wie bei WoW. Jetzt sagen die Leute, WoW ist voll scheiße, oder? Aber ich mag WoW immer noch. Obwohl es mittlerweile voll langweilig und scheiße geworden ist, aber... Ah, wenn man 10 Jahre da gespielt hat, das ist einfach... Das gehört zu einem, weißt du? Ich könnte nochmal eine Verstärkung nehmen, da hätte ich noch mehr Damage. Aber ich nehme jetzt die Reichweite. Ich denke mal, das ist sinnvoller. So, wie sieht's aus, Leute? Machen wir jetzt mal die Türme kaputt, oder was? Oh, schieß auf die Mauer. Ah! Nice. Das finde ich gut. Also man sieht schon, man hat, keine Ahnung, ich hab LOL vielleicht 10 Minuten gespielt und Dota ein paar Sessions, aber das ist auch schon länger her. Ich habe keine Ahnung, inwiefern jetzt, oh, lauf doch mal nach vorne, inwieweit da jetzt der Unterschied
von Heroes of the Storm und Dota ist, oder LOL. Aber dass die Munition zum Beispiel aufladen müssen, also die Türme finde ich nice. Das gibt dem Spiel noch eine taktische Nuance, weißt du? Hört sich gut. Ja, finde ich auch. Hört sich richtig gut an. Ich meinst erstmal den Brunnen hier kaputt. Oh, oh, aua, aua. Komm, ich muss den Diener kaputt machen, damit ich Schadensbonus bekomme. Stirb. Stirb. Stirb doch. Schieß ich auf den Falschen? Schieß ich auf den Falschen? Uta. Schon wieder? Ey, der Arthas ist abgehauen. Komm mal her, erstmal den Brunnen hier kalt machen. Mut! So. Was war Mut nochmal? Irgendein Buff? Keine Ahnung, was für einer. Schon wieder vergessen. Wo sind die alle? Hallo, Ute? Ute, Pute? Talente verbessern die Fähigkeiten des Helden. Ach, ja, hallo, aber ich bin gerade alleine. Da werde ich bestimmt kein Talent jetzt auswählen. Komm, neue Diener. Den gebe ich erstmal Mut. Ah, der die... Ah, der die... Ach so. Der hat das Ding erobert. Eben stand doch, der will irgendwas erobern. Das war dieses Camp. So. Erhöht den Rückstoß der Durchschlagsmunition für 100% mehr... Ach, Gebäuden. Okay. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit für jeden verbündeten Helden. Oh, das ist gut. Oh, das sind aber gute Talente. Es ist schwierig, sich zu entscheiden. Seht mal, ich bin erst bei Level 7. Was kommt denn da noch alles? Ich muss sagen, das macht bis jetzt sehr viel Spaß, das Spiel. Komm. So können wir auch ein bisschen Damage an Gebäuden machen. Ich denke mal, das ist ganz gut. So, jetzt probieren wir das gleich mal aus. Ja, naja, okay. Keine Ahnung, ob das jetzt super geil war. Wie neue Stufe. Okay, der Turm schießt auf mich, das ist scheiße. So. Jetzt gebe ich denen gleich wieder Mut. Und zwar jetzt gleich, wenn die angreifen. So, Mut. Mut will der Knut. Und Mut tut auch gut. So, ich habe wieder einen Kill. Sehr schön. Und das Gebäude hier ist auch gleich kaputt und hat auch gleich keine Munition mehr, wie man hier sehen kann. Zwei Schüsse noch. So, gut. So. Bam. Zählt das Gebäude auch als Buff eigentlich, damit ich mehr Damage bekomme? Würde mich mal interessieren. Nein, Turm, du wirst nicht auf mich schießen. Mut, Mut. Warte, ich gebe euch Mut. So. Mut war, glaube ich, irgendwie Schadenserhöhung oder sowas, oder? Schon wieder. Boah, wie viel Schaden der bekommen hat. Das ja, der Rainbow ist ganz cool, muss ich sagen. Macht richtig Spaß. So. Ach so, ja. Rainers Raiders. Hyperion. Ich kann die Hyperion rufen, aber das hebe ich mir noch auf. Wenn es richtig heikel wird hier. Weil im Moment geht's ja noch. Oh, bam. Euer Mana ist niedrig. Um es zu regenerieren, trinkt von einem Heilbrunnen oder kehrt mittels Ruhestein in die Basis zurück. Nee, in die Basis zurückkehren ist ja voll lame. Mut! Soll ich mal... Ach so, scheiße. Wenn ich zu wenig Mana habe, kann ich auch keine Hyperion rufen. Ist hier irgendwo ein Brunnen in der Nähe? Auf der Karte sieht man das irgendwo. Oh, die Jaina und der Tyrai liegen oben lang. Ist doch die Jaina. Oder war das der... Oder war das die Valla? Walla, balla, balla. Ey, Mut. Die, nein, jetzt habe ich einem Diener Mut gegeben. Voll die Verschwendung. Okay, ich bin gleich tot. Ich gehe mal ein bisschen zurück. Aber seht ihr, ich wurde jetzt wieder geheilt von meinen coolen Passivdingen. Ey, das ist saugeil. Ey, der Rainer ist voll die Maschine. Ohne Spaß. Und ich habe keine Ahnung, was die anderen Charaktere können. Ich denke mal, dass die Bots ja ziemlich scheiße spielen, weil ich auf Anfänger gegangen bin. Ganz am Anfang. 12 zu 9 von den Stufen. Schon wieder. Warte mal. Ach, das geht auf Pause, das Spiel. Aber im Multiplayer bestimmt nicht. Verstärkt automatische Angriffe gegen Helden. Mut, verlangsamt. Verlangsamt Gegner in der Nähe. Nee, komm. Automatische Angriffe gegen Helden, das ist gut. Ja, wo sind unsere Diener jetzt? Hallo? Ah, die kommen gleich. Da auf der Minimap sieht man das schon. Kommt mal her. Mut! Mut. Ihr seid so mutig, ey. Das ist unglaublich. Um es zu regenerieren, trinkt von einem Heilbrunnen oder kehrt mittels Ruhestein. Macht mal den Turm kaputt, Leute. Hört auf die Mauer zu schlagen. Ute. Ute. Ich brauche ein bisschen Pute. Ich würde jetzt gerne mal die Hyperion rufen, aber ich habe keinen Mana. Ah, jetzt. So. Babam. Fett auf die Fresse, ey, ihr Schweine. Bam, bam, bam. Okay, ich bin auch fest. Fest auf die Fresse. Ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen, aber egal. Ich bin dazu konzentriert.
Mut. Ist das eigentlich sinnvoll, die Dinger hier zu zerstören? Benutzen die Bots die überhaupt? Aua! Ganz viel Schaden, das scheiß Gebäude. Los! Was sind meine Diener überhaupt? So. Jetzt kann ich meine Spezialfähigkeit auch gegen Gebäude benutzen. Das lohnt sich jetzt wenigstens. Mit dem Talent. Ohne mein Mana. Sieht man irgendwo, wann ich aufsteige? Gegen Erfahrungsleiste oder so? Aua. Ja, reg dich ab. Warum kein Mana? Was ist los? Warum braucht ihr so lange für die Diener hier? Um es zu regenerieren. So. Oder kehrt mittels Ruhestein in die Basis zurück. Mut. Machen wir den Brunnen hier kaputt. Und dieser Narcebo, der ist auch von Diablo, oder? Dieser Narcebo. Oh, Talent. Ah, guck mal, die helfen uns. Nova? Ach, das ist die. Hey, lass mich doch mal in Ruhe. Alter. So. Ja, das Pech gehabt. Scharfrichter, schon wieder ein Icon aus WoW vom Krieger. Fügt einen Schaden so. Automatische Angriffe. Fügen, verlangsamten Bewegungsunfähigkeit. Okay, da ich keine Bewegungsunfähigkeit geskillt habe, ist das für ein Arsch. Jedes weitere getroffene Ziel erhöht den Schaden und Durchschlagsmunition. Das ist sehr gut. Ihr seht auch, meine Gesundheitsleiste wird immer größer, umso weiter wir leveln. Aber Leute, die das Genre hier spielen, wissen das wahrscheinlich. So, Diablo geht auch gleich mal auf die Fresse. Doppelkill, dann gibt es auch direkt mal wieder... Okay. Jetzt wird's ein bisschen kritisch gerade. Ey, was macht denn die Basis bitte schon für ein Damage, ey? Aua. Nein! Oh mein Gott. Ach ja? Bam, Junge. Warum lass du? Hallo, Hilfe. Wo ist meine Armee? Wo sind meine Leute? Warum ist ein Auge auf meinem Kopf? Ute! Ach, danke, Ute. Boah, der hat einen Heilzauber. Das finde ich geil. Sieht sogar aus wie ein richtiger Paladin-Zauber. Ich habe gerade das Gefühl, ich spiele Diablo, Heroes of the Storm und WoW, alles gemischt. Das ist voll... Und StarCraft. Das ist voll geil irgendwie. Wo sind eigentlich unsere Diener? Oh, Elite, jetzt hab ich gewonnen. Ja, ich weiß. Bla. Ah, da kommen unsere Diener. Ich will jetzt die scheiß Basis von denen kaputt machen. So. Jetzt hab ich wieder keinen Mana. Nein, Ute, du bist gleich tot. Ute. Mach mal langsam, Ute, ohne Spaß. Immer unaufhaltbar, solange ich gegen Bots spiele. Oh, komm schon. Ich würde jetzt natürlich gerne mal ein bisschen länger spielen hier in der Folge, um auch zu zeigen, was es noch für Talente gibt, aber... dann wird die Folge wahrscheinlich auch wieder zu lang, ne? Ich denke mal, das liegt daran, dass es eine Beta ist, dass wieder V-Sync auch deaktiviert wurde. Ich hasse das, wenn ich Schlieren auf dem Bild habe. So, komm, jetzt macht man die scheiß Basis hier kaputt, ey. Kriegt noch ein bisschen Mut von mir. Okay, aua. Nein. Wow. Ganz schön zäh hier gerade an der Basis, ne? Ja. Ich glaube, ich muss den Ruhestein benutzen. Das ist einfach, gehört zum Tutorial oder so. Mach ich jetzt auch mal. Die Standardtaste dafür ist B. B wie Ruhestein, natürlich. Oh, ich habe das Pferd direkt, wenn ich hierher komme. Das ist gut. So, jetzt mein Mana aufgefüllt. Jetzt gehen wir da hin. Gehen unten lang. Am besten, weil da sind ja auch die Türme kaputt, wie man auf der Minimap auch sehen kann, weil in der Mitte stehen auch Türme. Es gibt auch verschiedene Reittiere übrigens. Es gibt dieses Gründerpaket, was man kaufen kann. Und da kriegt man, soweit ich weiß, auch andere Reittiere. Die man wahrscheinlich auch später selbst freispielen kann, aber... obwohl, bei Blizzard ist das so, dass es auch Gegenstände nur mit Vorbestellungen gibt und so, ne? So. Muss jetzt ein bisschen Mana sparen, bis wir an der Basis sind, weil ich will die Hyperion rufen. So, und zwar jetzt. Bam. So, Mut. Doppelkill, Mut und Hyperion und dann läuft die Sache hier. Das scheiß Gebäude, das hält aber auch was aus. Vierfachkill! Megakill! Monsterkill! Monsterkill. Tja. Wo ist denn die Energie von dem Gebäude? Ah. Bam! 19 Mal aufgestiegen und die anderen 14 Mal. Ich habe immer noch keine Ahnung, ob ich das gut finden soll, dass man im Team aufsteigt oder ob das individuell besser ist. Als Teamplayer ist das... Jedes Schlachtfeld wird von einem mächtigen Herrscher kontrolliert, der die Helden in legendären Ereignissen gegeneinander antreten lässt. Okay. Klickt auf Spielen und startet ein Übungsspiel, um mehr zu erfahren. Übungsspiel? Ist das schon gegen Spieler? Nee.
Neuer Held, genau. Der ist jetzt mit der Beta dazugekommen. Jetzt habe ich auch diese ganzen Dinger hier aktiviert. Diese ganzen, wie nennt man das? Schaltflächen. Held wechseln. So, ich will jetzt mal gucken. Was? So wenig Helden kann ich nur nehmen? Was? 3,99 Euro kostet das, wenn ich mir den Rainer freischalten will. Ne, ich hab den aber schon. Ja. Also ihr seht schon, man kann sich Helden holen, aber die kosten Geld. Oder halt Münzen. Und die Münzen kriegt man durch Siege gegen andere Spieler. Wahrscheinlich gewertete Spiele. Schätze ich mal. Also kein Pay-to-Win oder so. Klar, man kann sich jetzt Geld ausgeben, wenn man genug Geld hat oder berufstätig ist und wenig Zeit zum Spielen hat, dann, klar, ich würde das auch so machen. Dann gebe ich ab und zu mal Geld aus, um meinen Held freizuschalten, den ich gerne spielen würde. Aber man hat ja keinen Vorteil. Nur, dass man den Held dann hat, aber Reittiere. Komm, wir gucken uns mal ein bisschen um hier. Skins, seht ihr? Gut, das ist jetzt ein Scheißheld, aber ich habe keine Lust, was zu zeigen. Ah, guck mal. Falstad. Malfurion. Ah, das sind die, die man schon nehmen kann. Aber es ist schon krass, wie diese Preise schwanken. Ne, von den Helden. Sonja. Auch von Diablo. Was haben wir denn hier? Rega. Nacebo. Tassada. Ist von StarCraft wahrscheinlich, ne? Oh, Tyrande. So, da gucken wir mal die Tyrande. Seht ihr, also da gibt es schon verschiedene Skins. Die kann man sich auch vorher angucken, was ich geil finde. Das finde ich richtig geil. Hellstufenweitere Skin-Varianten freizuschalten. Okay, also man muss aufsteigen, um das freizuschalten. Okay, Blutelfen-Style. Ja. Ist schon nice. Ja, seht ihr, ja, 7,49 Euro kostet die jetzt. Und der andere kostet halt 10 Euro oder so. Das ist irgendwie ein bisschen... Naja. Reittiere gibt es verschiedene. Der Cyberwolf. Oder... Was ist das? Kampfbestie. Ja. Das Pferd. Haben wir eben schon gesehen. Ein Einhorn. Oh! Bling, bling. Mit Regenbogen und Sternchen. Wow! Was? 20 Euro? Okay. Oh ja, das Sparschwein. Wer wollte nicht schon immer mal ein Sparschwein? Ah, guck mal. Das kann man aber nur mit Gold freischalten. Das Sparschweinchen. So, was haben wir hier? Oh, der ist nice. Wow. Das ist sogar ein Reittier, wo ich vielleicht sogar Geld ausgeben würde. Wenn es... Ja, den gibt es ja nur für Geld. Hier ist keine Münzenanzahl. Ach, Variante ist dann einfach nur eine andere Farbe, oder was? Okay. Wie ist das dann hier bei den Skins? Gibt es dann auch verschiedene Farben dann? Ach ja, tatsächlich. Ja, ich denke mal, das ist ja eine Beta, da wird bestimmt noch einiges dazukommen. Jetzt schauen wir uns noch die Fähigkeiten an. Was? Man kann Ach so. Ich nehme alles zurück, ich habe eben gedacht, man kann Fähigkeiten freischalten. Also das wäre dann schon wieder ein bisschen Pay-to-Win geworden, wenn man Fähigkeiten... Ja, weil es wäre ja Schwachsinn, man kann ja aufsteigen, während man spielt. Aber das ist nur der Preis, um die Tyrande freizuschalten. Sternregen, Schattenmimik. Es ist halt, wenn man wirklich gern WoW gespielt hat oder Diablo oder überhaupt so die Blizzard-Spiele, dann ist es halt so ein Spiel, wo wirklich alle Helden, alle Fähigkeiten, alles aus diesem Blizzard-Universum zusammenkommt. Das ist einfach saugeil. Ich bin voll geflasht, ey. Der Flash ist mal wieder geflasht. Ist wieder ein super Wortspiel hier. Ich finde das voll geil. Vor allem diese Icons und so halt. Ich kenne das. Das ist halt alles so vertraut. Ist schon nice. Ey, nein. Ich will niemanden einladen. Ey, ich habe auch niemanden zum Einladen, glaube ich. Wartet mal. Ist jemand von meinen Freunden? Online? Hallo? Hä? Was war denn das jetzt? In Gruppe einladen, ja. Und schön. Und jetzt? Keine Ahnung, wie mir hier Leute. Replays, Shop. Was gibt's denn im Shop? Helden. Ah, ja. Seht ihr, also das kann man alles mit Münzen kaufen oder halt mit Echtgeld. Ah, finde ich cool, dass man auch im Shop so ein bisschen die Animation schon sieht. Der ist natürlich neu und der muss natürlich extrem teuer dann auch sein. Oh, Rollen. Also es gibt Krieger, Assassinen, Unterstützung und Spezialisten. Was sind Spezialisten? Die können alles oder was? Wo ist denn die zweite Seite? Gucken, was es noch gibt. Ah, von den Chief Tauren. Von der Band. Gibt's auch. Ah, der Tyrael hätte ich auch Bock drauf. Den mag ich auch extrem. Seit ich Diablo gespielt habe. Arthas, ach. Ich finde, es müsste noch die normale Version von Arthas geben. Wo der noch normal war. Ich sehe, die wird irgendwie viel cooler aussehen als dieser komische Eisklumpen hier. Was haben wir denn hier noch? Die Illida. Zeratul. Zeratul, ist der von WoW oder? Ne, der ist von StarCraft.
Der ist auch von StarCraft. Oh, die Ute kostet nur 7000. Hä? Nice. Was ist das denn? Gatzlove. Wer ist denn Gatzlove? Ach, das ist so ein Goblin. Abatur. Sergeant Hammer. Die wollen ja auch später Skins einfügen, so, wie soll ich sagen, so witzige Skins. Da gab es, glaube ich, den hier. Mit dem Skin wurde irgendwie, oder keine Ahnung, es gab irgendwie so, das sieht man in irgendeinem Video, müsst ihr mal schauen, bei Google. Bei YouTube besser gesagt. Da gibt es einen Skin, da hat dieser Typ, der sieht so ähnlich aus wie der hier, so ein Auge und so ein Schnuller im Mund und so Kram. Höllenhammer Thrall. Also wenn das nur ein Teil davon ist, was... Ja, seht ihr? Einiges, das ist echt krass. Seht ihr hier dieser Clown mit dem Boxhandschuh? Da, das da habe ich gemeint, genau. Pyjama-Tour heißt er dann. Oh, dämonischer Tyrael ist aber auch cool. Kleiner, der 13. Echt jetzt? Ja, gut. Ja, immerhin lassen die sich was einfallen. Arthas. Oh, das ist auch eine coole Arthas-Version. Ist schon nice, aber Reittiere gibt's noch sehr wenig. Pakete gibt's natürlich auch wieder, wie man das bei Blizzard kennt. Nexus, Luxoria, sind wieder wahrscheinlich verschiedene Sachen dabei. Reittiere, Skins und sowas. Stimpacks. Was sind denn Stimpacks? Stimpacks erhöhen die Menge pro Spiel verdienten Erfahrungspunkten, so wie, ja gut, so wie bei War Thunder und so, ne? Wo mehr man dann Premium ist, dass man mehr Erfahrung bekommt mit Münzen und so weiter, aber das kennt man ja. Jo. Gut, da würde ich sagen, das war's für die Folge mal wieder und dann werde ich in der nächsten Folge ein normales Spiel machen, also so ein Übungsspiel, das wird dann wahrscheinlich automatisch so gewürfelt, dass ich dann mit lauter Noobs zusammen bin oder so, hoffe ich mal, weil ich habe keine Lust auf die Fresse zu bekommen im ersten Spiel. Und ja, Spielmodus, üben, Koop, Schnellsuche. Heldenliga. Ach so, ja, genau. Es gibt ja bei Heroes of the Storm einmal die Heldenliga, wo es eine Rangliste gibt mit dem Helden, mit dem Einzelnen und es gibt eine Teamliga, so wenn ihr halt im Clan spielt, ESL oder sowas. Ja. Und eigene Spiele gibt's. Ach, die sind schon aktiviert. Nice. Das wäre natürlich mal nice, wenn ich genug Leute zusammentrommeln kann, dass wir ein komplett eigenes Spiel aufmachen. Nur mit Leuten halt im Teamspeak, die ich kenne. Das wäre nice. Ja, das ist immer so, wenn man gegen so Freaks spielt, gerade aus Korea oder so. Gut, ich habe keine Ahnung, ob man mit koreanischen Spielern hier zusammengewürfelt wird. Dann die ziehen einen ja ab wie... Na, das ist Asia-Modus dann. Oh, Profil ansehen. Okay, das hatten wir schon. Porträt ändern. Da habe ich nur eins bis jetzt. Schön. Logisch, ich habe ja auch Tutorial gespielt. Gut, alles klar. So Leute, dann würde ich sagen, das war's wieder für eine Folge Heroes of the Storm und wir sehen uns dann demnächst bei unserem ersten Übungskampf. Bis dann, macht's gut. Ciao.